Die Augsburger Panther wollen in Schwenningen ihre starke Saison untermauern. Aber zunächst die Baden-Württemberger in Blau und in Überzahl. Palek, 1:0, 11. Minute. Und kurz vor der Pause Augsburg wieder in Unterzahl. Und Schwenningen nutzt das eiskalt. Fleury, 2:0. Augsburgs Mike Stewart findet die richtigen Worte in der Drittelpause. Und dann läuft's bei den Panthern. Hanowski mit dem Anschlusstreffer, 30. Minute. Augsburg macht das Spiel schnell und nur 25 Sekunden später Mancari, 2:2. Schwenningen mit zu vielen Strafzeiten und Augsburg glänzt im Powerplay, erhöht auf 3:2 und 4:2 im Mitteldrittel. Und als John Matsumoto im Schlussabschnitt das 5:2 schießt, scheint das Spiel entschieden. Denkste. Kurz vor Schluss verkürzt Schwenningen auf 4:5. André Hult. Aber dann reißen sich die Schwaben zusammen, gewinnen verdient 5:4 in Schwenningen. Interessanter Blick auf die Tabelle. Nürnberg, bestes bayerisches Team auf Platz 3, dann Augsburg auf Rang 6. Dann schauen wir noch nach unten. Die Münchner Bullen auf 8 und unterhalb des 10. Platzes Straubing und Ingolstadt aber noch mit Luft nach